eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Aha. Augenweide? Ja, stimmt. Hallo, da draußen. Unser Ork ist eine echte Augenweide und wir sind durstig. Wir müssen sowieso mal, glaube ich, unsere Flaschen wieder auffüllen, oder? Seht mal hin. Wir müssen auch mal über kurz oder lang die Pfeile irgendwie anders anbringen. Ich glaube, das geht. Ne? Ich habe ja neue Mods drauf und wir schauen uns zumindest eine mal an. Ich glaube, ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass wir Seelensteine winzig haben. Schauen wir uns den mal an. Jo. Sieht ein bisschen besser aus, oder? Aber der ist ja noch leer, ne? Ich glaube, die sind dann animiert, wenn die voll sind. Genau. Ich weiß jetzt nicht mehr, für was ich... Ich glaube, die brauchte ich, die Papierrollern, zum Feuer anmachen. Müssen wir dann schauen. Ach so, wir müssen ja noch zum Händler hin. Richtig. Wir streiten und kämpfen ein Ja, wir gehen jetzt erstmal... Und kommt unser Endführer so in Garde der Wir gehen jetzt erstmal... Ich glaube, ich habe mir schon ein Zimmer genommen. Bin nicht ganz sicher, wo. Unser und soll unser bleiben. Wir werden die Fremden mit Schwertern Ja, habe ich. Vertreiben. Na dann, gehen wir zur Ruhe, ne? Ja, ist ganz schön voll hier, ne? Drei Pilger. Drei Drillinge. So. Ja, wir schlafen gleich richtig lange, damit wir in zu Benetur gehen, ne? Benetur. Oder? Bene? Denk. So, was haben wir denn noch drauf? Wir haben das Tech... Ach ja, wir könnten uns draußen mal das Tech-Pack natürlich dann anschauen. Und Vivids Landschaft. Oh, wir sind total durstig und hungrig. Müssen wir mal was... Dagegen müssen wir mal was machen hier. Was haben wir denn im Angebot an Essen? Abgekochtes Wasser, genau. Wir haben jetzt drei leere Flaschen. Brot haben wir ohne Ende. Immer noch hungrig? Ja, wir haben rohe Kaninchenkeule. Moment. Na, wartet, wir gehen erstmal raus, füllen unser Wasser auf, ne? Und ja, dann... Ihr braucht etwas? Oh Gott, das ist so voll hier, dass wir nicht durchkommen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr braucht etwas? Oh, alles hier rum. Ah, ja. Guten Morgen. Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Boah, hier ist was los, ne? Ihr braucht etwas? Ja, hier bitte? Ist was los. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Sind die Texturen jetzt besser? Ihr braucht etwas? Ihr braucht etwas? Keine Ahnung. Doch, ne? Ja, doch. Ja, das sind im Grunde schon von Haus aus ja besser gewesen. Ja, doch. Schon, ne? Wenn man es recht bedenkt. Schon. Mhm. Interessanter wird es erst draußen dann mit Vivids Landscape, denke ich. Hier sieht man schon ein bisschen an den Steinen. Okay, was mache ich denn hier oben? Hallo? Upsa! Ich bin der Kommandant der Wache. Hier um Essen laufen, Nasim. Darüber müssen ja? wir keine Gedanken. Boah, ist das hier. Nötig ihr Vorräte? Das ist ja wirklich. Benetur in seinem Laden auf. Das ist ja wirklich hier. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann. Aber eine seine Waren sind gut. Echt belebte Stadt. Eine echt belebte Stadt geworden. So. Benetur, genau. Hallo. Alles steht zum Verkauf. Alles. Wenn ich. Oh, etwas hiervon. Wir verkaufen jetzt. Was verkaufen wir denn alles? Wir verkaufen Waffen. Auf alle Fälle ein Ja. Apropos. Wollten wir nicht den Ja. War dieser Jakob? War. Streitaxt. Ich glaube, das war eine zweihändige, ne? Jetzt kommst du weg. Ja, es ist schwierig zu sagen. Was mache ich mit der? Wollen wir die uns...
Nee, wir bleiben bei unserer Axt. Ich meine, brennt das Ziel für 20 Schadenspunkte. Ist natürlich nicht schlecht. Nee, weg damit. Okay, ja, was ist mit dem Jagdbogen? Wir schauen mal, wenn wir den bearbeiten, den Jagdbogen. Aber ich glaube, ich habe kein Holz. Ich habe es irgendwie verkauft, dummerweise, bei Hulda. Ich glaube, ich habe bei Hulda... Ja, ich weiß, es ist schade, aber... So, den Eisenhelm, der kommt weg. Nee, einen Pilzmantel behalten wir mal. So, wenn wir in irgendwo hinkommen, ne? Hier brauchen wir den nicht unbedingt anzuziehen. Ja, das ziehe ich wieder an. Das habe ich nur zu rollenspieltechnischen Zwecken mal weggetan. Zutaten, Bücher. Die brauchen wir. Das brauchen wir auch. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Brauchen wir. Ja, der Becher kommt weg. Und? War doch noch irgendwas? Nee, Wolfspelze. Nee, das war nur der Becher, ne? Die Wolfspelze brauchen wir auf alle... Ach da, die Schalen. Auf alle Fälle, ne? So, dann haben wir 243 Gold. Damit lässt sich doch was reisen, ne? Da können wir auf alle Fälle einiges mitmachen. So, was haben wir nochmal? Vivid Landschaft, Trustic, Amulette, einzigartiger Loot, Pferde... Ach, die Pferde schauen wir uns draußen mal an, dann. Die Wahl ist unser... Naja, tragbare Laterne. Das könnten wir hier mal schauen. Für manche Moment, ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Moment, hast du eine tragbare Laterne, mein Freund? Du hast Dietriche, du hast Philipp, du hast ein Mädchenkleid, Glas. Für was braucht man Glas? Ein großes Lederzelt und einen Schlafsack können wir uns noch überhaupt nicht leisten, aber finde ich super. Holzkohle, Kinderpuppe, okay. Du hast ein kleines Lederzelt und einen Schlafsack. Das finde ich nun wieder toll. Aber jetzt noch nicht. Erst wenn wir auf Reisen gehen. Hier, Laternenöl. Aha. Und wo ist die Laterne dazu? Müssen wir uns die erst bauen? Ich glaube, die müssen wir uns bauen. Ja, das ist wieder doof. Warum können wir die nicht kaufen? Ziegenhorn. Nordische Schale. Nee, ne? Ist keine Laterne hier, oder? Das wäre doch alles eh noch. Ja. Oder ist die unter Begleitung zu finden? Manchmal weiß man ja nie, ne? Was? Ach da, seht ihr? Ich wusste doch. Leere Insektenlaterne. Ja, müssen wir uns dann so ein Fackelwürmchen... müssen wir uns das fangen? Ein Reisemantel. Eine nordische Goldkette. Silber. Ach so, Ringe. Wollen wir schauen. Ringe haben wir jetzt auch. Unlimitierte Ringe, ne? Oder sowas ähnliches. Oder zumindest können wir die an die linke Hand ran klatschen. Moment. Ja, also gut. Der braune Feld. Was haben wir? Der wird um 50 Punkte erhöht sich hier mit unserem. Was haben wir? Wo ist denn mein Rucksack? Hä? Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack hingekommen? Hatte ich nicht einen Rucksack? Hatten wir noch keinen? Haben wir noch keinen Rucksack? Dann kaufen wir uns einen Rucksack. Aber ansonsten wäre es doch hier, ne? Ich habe gedacht, wir haben schon einen. Wahrscheinlich werden wir den Aber jetzt ist egal. Rollenspieltechnisch. Werden wir den finden, ne? Bitte kommt wieder. Ich schätze mal, den Rucksack werden wir finden. Aber okay. Sei es drum. So, dann können wir ein bisschen mehr tragen. Ja, das können wir. Wärme 40, genau. Sehr schön. Okay. Gut, dann wissen wir auch das. Was wollte ich noch? Ach ja, Bekleidung, wartet. Ach ne, wir haben gar keine Ringe.
Wir haben nicht einen Ring, ne? Okay. Nee, dann nicht. So, jetzt will ich trotzdem nochmal schauen mit diesem Jagdbogen, ob wir da was machen können. So. Kennen wir dich? Du hast aber auch anders ausgesehen, der Maul. Jenassa? Wer ist denn Jenassa? Hallo? Klänge und Schatten. Achso. Stille und Tod. Das sind meine Künste. Oh, schaut. Gegen eine geringe Gebühr. Was kann vielleicht, ich euch ja, vielleicht ein andermal. Vielleicht ein andermal. Oh, die erzählt immer noch. Bewegt euch immer im Schatten. Ich muss mal. Kann ich? Darf ich? Ich glaube hier. Ja, super. So, nee, Quatsch. Quatsch mit Soße. Hier. Gut. Jagdbogen, ne? 13? 13, nee, dann ist Quatsch. Dann können wir den auch hergeben. Aber wartet mal, wenn wir schon mal hier sind. Hier haben wir hier können wir nämlich. Schaut mal hin. Hier können wir zumindest mal unser Bildschild. Da haben wir nur eins, ne? Ja, aber warum nicht? Warum nicht? So. Was brauchen wir da? Leder. Aber wir haben doch Leder. Wir haben doch so ein Wolfs-Dingetsbums, oder? Und das ist ein Wolfsfell. Leder. Nee. Fellocken? Nee. Leder. Ich will doch eigentlich nur Leder herstellen. Nicht den ganzen Mist hier. Wir brauchen eigentlich nur Leder. Wir brauchen keinen Ledertornister. Ach, da. Ne, wir wollen keine Lederstreifen herstellen, sondern wir brauchen eindeutig, müssen wir auf die Jagd gehen. Das ist ganz klar. So, was machen wir denn noch? Die Fellrüstung, ne, die verbessern wir noch. Ja, auf alle Fälle. Okay. Super. Können wir noch irgendwas? Ich finde den Sound total gelungen. Ist richtig immersive. Zumindest mit meiner Kopfhörer. So. Haben wir hier irgendwie noch was? Achso, wir wollen mal schauen, ob wir herstellen können eine Laterne. Hier, was brauchen wir dazu? Zwei Eisenbarren des Waffenschmieds? Wollen wir mal schauen, was die kosten. Liebste Adriana. Ich muss dich mal stören. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr... Klingen, muss dich mal stören? Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Nee, wir brauchen Eisen des Waffenschmieds. Stahlbarren des Rüstungsschmieds. Ach hier, Eisenbarren des Waffenschmieds. So. So, jetzt habe ich mir die gekauft. Jetzt habe ich nur noch 44 Goldstücke. Vergesst nicht, auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, ja, ist gut. So, wir wollen uns eine Laterne herstellen. Geht es jetzt? Danke. Haben wir auch das? Warte jetzt mal, Reiselaterne. Ja, ich will die Reiselaterne. Danke. Da müssen wir uns doch Öl kaufen, ne? Aber jetzt nicht. Wir haben kein Geld mehr. Ich bin immer völlig desorientiert, wenn ich hier weggehe. Gut. Ja, mehr haben wir ja nicht, ne? Und es ist ein neuer, frischer Tag. Und hier draußen ist ja eh nichts mehr. Um was geht's denn eigentlich? Ach so, wartet. Wir mussten ja noch eine Queste abgeben, oder? Was haben wir denn gemacht? Für wen haben wir denn irgendwas gemacht? Ich schau noch mal. Ach, zu Farkas, ja. Nee, dann gehen wir erstmal zu Farkas. Ist gut. Ist in Ordnung. Stimmt. Komplett vergessen.
Wir brauchen was zum Essen. Und zum Trinken. So, das werden wir dann... Das werden wir dann auf alle Fälle abkochen, damit es uns... Damit wir nicht krank werden. Wir brauchen noch so einen Krankheitsheiltrank. Ne? Wir brauchen dringend noch so einen Krankheitsheiltrank. Wer braucht etwas? Hallo. Wie geht's? Ah, seht ihr jetzt? Das passt ja auch gar nicht. Wir müssen unbedingt... Da muss man das irgendwie mal aufschreiben. Mit diesen, wir brauchen diese Quiver-Belt oder wie das Ding heißt. Diese Mod, die brauchen wir damit. Ansonsten sieht man hin, das geht ja gar nicht. Das geht ja, um ehrlich zu sein, gar nicht. So, abgekochtes Wasser, ich hab gerne. Okay, und wir könnten doch noch irgendwie Hasen... Kaninchenkeule, genau. Juhu, Salz haben wir. Aber wir haben kein Salz mehr. Ja, das ist wieder doof. Schaut hin. Sieht ja aus, wenn man will und kann nicht. Also das geht gar nicht. Ne? Ich meine, okay, das Stecken da drin im ist eigentlich in Ordnung, aber nee. Obwohl, ne? Sieht sogar besser aus. Aber nee. Das lassen wir nicht. Was machst denn du? Gehst du bitte? Hallo? So. Willst du dich ein bisschen wärmen, echt? Na gut, aber schaut mal hin, der läuft auch hier total. Muss man richtig bedenken, ne? Läuft der hier total nackig rum. Und jetzt? Magst du jetzt magst du nicht mehr, oder was? Hier magst du dich jetzt? Echt nicht? Nicht wärmen? Keine Lust, dich zu wärmen? Bist du jetzt warm genug angezogen? Ja. So. Nee, wärmt sich trotzdem. Dauert einen Moment. Ja, wie warm ist es dir denn eigentlich? Nur mal so aus Interesse raus. Hungrig, durstig, warm. Ist doch in Ordnung. Okay, dann schauen wir mal Hunger, durstig noch an. Essen. Hier, abgekochtes Wasser. Wie sieht's aus? Noch mehr zu trinken. Wieso geht es hier immer zu? Ach, jetzt. Okay. Unser Durst wurde gelöscht. Aber wir haben doch außerdem haben wir hier noch einen Schlachterfisch. Wieso habe ich den vorhin nicht gesehen? Immer noch hungrig? Fisch ist ja gut, die Kaninchenkeule, warum nicht? Und jetzt? Kaninchenkeule reinkaut. Sagt er nichts mehr. Wieso kann ich jetzt... irgendwas faul. Irgendwas. Ah, jetzt. Wollt nicht. Hulda! Kommt schon, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Hul. Wer braucht etwas? Was kann ich für euch tun? Moment. Warum bist du... Warum? Ich hab alles auf Deutsch. Ihr braucht etwas? Ich hab alles auf Deutsch und da steht Packed Traveler. Wie kann das passieren? Ihr alles. Etwas? Ich hab alles auf Deutsch gestellt. Ja, bitte? Ja, ich such eigentlich... Mhm. Um mal ehrlich zu sein, suche ich Hulda. Komm schon, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hulda, na, es kann sein, dass die... Wieso verlässt die ihre Kneipe? Kann natürlich sein, dass das diese Immersive... Aber warum sollte die ihre Kneipe verlassen, ne? Weiß nicht. Ne? Das ist, die hätten sie nicht antatschen dürfen. Weil die... Ihr braucht etwas? Die muss ja zumindest hier sein, ne? Hulda. Es ist nicht so schön, wenn Hulda nicht hier ist. So, ich bediene euch mal. Was brauchst du? Was willst du? Ich zapf mal. Moment, wo? Hier. Ich zapf mal ein Bier. Ja. Hier, bitteschön. Heute
for free. Kostet heute ja mal nichts. Ja, okay. Ihr braucht dann etwas? Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. So, jetzt gehen wir. Da ist Hulda. Ihr braucht etwas? Nee, das ist keine Hulda, das ist ein Bettler und ein Diener. Wo ist Hulda? Gibt's hier wohl nicht. Oh, das hat auch schon bessere Zeiten erlebt hier, ne? Ach, apropos, können wir. Hier ging's, glaube ich, nicht, ne? Wenn man hier drin steht, oder? Nee. So, Farkas, wo bist du, mein Freund? Wo ist Farkas? Wahrscheinlich unten, sagt uns unser Kompass. Farkas? Ich müsste mit dir reden. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Richtig. Aber euch mag ich. Ja, mir geht's genauso. Die denken auch, ich bin nicht intelligent. Hab mich aber um das Problem gekümmert. Und wie ich gehört habe, ist der Kunde zufrieden. Ihr habt gut gearbeitet und den Gefährten einen Dienst erwiesen. Na dann, gibt's noch weitere Arbeit? Skjor hat vorhin nach euch gesucht. Skjor? Na dann, was will er denn? Keine Ahnung. Er will nur mit euch reden, bevor ihr etwas anderes macht. Ich mach ihn nicht gern wütend, aber es gibt Arbeit für euch, wenn ihr wollt. Ich schau mal. Wir schauen mal nach Skjor. Skjor. Wir schauen mal hier. Kehre zu Farkas zurück. Das haben wir, ne? Aufnahmeprüfung sprich mit Skjor. Wollen wir das gleich machen? Oder haben wir noch was anderes? Beginne dein neues Leben. Ja, wir sprechen mal gleich mit Skjor. Skjor. Wartet halt. Irgendwie ist der irgendwo hier vielleicht, ne? Skjor. Hier ist aber kein Skjor. Ach, da. Da seid ihr ja. Ihr wolltet mich sehen. In der Tat. Eure Zeit, so scheint es, ist reif. Für? Was? Letzte Woche besuchte uns ein Gelehrter, der angeblich weiß, wo ein weiteres Fragment von Wutrat zu finden ist. Mir schien er ein Narr zu sein. Aber falls er recht hat, verlangt die Ehre der Gefährten, seinen Hinweisen nachzugehen. Was hat das alles mit mir zu tun? Dies ist nur ein einfacher Botengang. Aber die Zeit ist gekommen, ihn zu eurer Prüfung zu machen. Schlagt euch ehrbar, und ihr werdet ein wahrer Gefährte. Farkas wird euch auf dieser Unternehmung als Schildschwester begleiten, Welpe. Er wird euch alle Fragen beantworten. Enttäuscht uns nicht, und passt auf, dass er nicht ums Leben kommt. Als Schildschwester? Ich hätte ihn gern als Schildbruder. Jo, da hast du recht. Da hast du echt recht. So, Farkas, wo bist denn schon wieder hin? Wo hast du dich denn hin verkrümelt? Farkas, wo darf ich dich sehen? Hier. Gut. Ach, Farkas ist schon draußen, oder was? Nee, wartet, jetzt muss ich trotzdem mal schauen. Sprich mit Farkas, doch. Oder wartet mal, nicht, dass ich völlig falsch bin. Ich mach mal hier. Und mach mal das weg. Und schon. Trotzdem, ne? Ach so, ja, ich hab übrigens die Karte mal noch nicht geändert. Ne? Weil es gefällt mir natürlich hier. Das Problem ist ja, wie gesagt, nur
Naja, was heißt nur? Ne? Es ist ein riesiges Problem, dass es sich so... Vielleicht wird es mal irgendwann behoben. Ne? Man weiß ja auch nie. Aber wir lassen es mal. Mir gefällt einfach die Karte. So, dann gehen wir raus, ne? Setzen unsere Mütze auf. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Vielleicht. Ein einziges Goldstück, bitte. Eins hätte ich hier. Oh, vielen Dank. Mögen die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Warum bettelst du, meine Kleine? Brenuin hat gesagt, dass ich das machen soll. Er ist der Einzige, der nett zu mir war seit Mama, seit sie gestorben ist. Meine Tante und mein Onkel haben unseren Hof übernommen und mich rausgeschmissen. Sie haben gesagt, dass ich zu nichts nütze bin. Und jetzt bin ich hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich vermisse meine Mama so sehr. Ein trauriges Schicksal. Kann dir leider nicht helfen, meine Kleine. Kann dir leider nicht helfen. Ja, echt. Ihr braucht etwas? Traurig. Reifes Obst und frisches Gemüse zu verkaufen. Oh. Oh, oh, oh. Ach, ich gehe gleich weg. Ich will's gar nicht sehen. So, dann gehen wir mal raus und schauen uns mal die Landscapes an. Und wollen mal schauen, was Falkas hier sagt. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, ich gehe schon. So, ich habe vor der Compat Map. Wie komme ich auf Map? Ich habe vor dieser Compat Map trotzdem ein bisschen Respekt. Deswegen stelle ich mal zurück auf Experte. Und wir schauen es uns mal an, ne? Ob das so funktioniert. Jo. Schauen uns mal ein bisschen die Texturen an. Ist schon toll, oder? Finde ich. Ja, es ist schon besser. Ne? Können es nicht anders sagen. Ist schon toll. Besonders die Felsen. Ich finde die Felsen doch recht gelungen. Bei Vivid. Es ist wahrscheinlich dann auch recht schön kompatibel mit sagt's an, mit Vivid Wetter. Ja, also ich bin begeistert. Sieht schon ganz anders aus, oder? Das sieht doch jetzt schon ganz anders aus, als wie wir begonnen haben, ne? Also ist doch schon ein Unterschied. So, wir schauen mal, wo Farkas ist. Oder wartet, was haben wir denn noch? Landscape haben wir. Wie wird Landscape? Rustic, Amulette, einzigartiger Loot. Ach, die Pferde. Wollen wir mal anschauen, ob das funktioniert. Tragbare Laterne haben wir. Combat. My home is your home. Okay, Magie ausführen. Ja, mehr haben wir ja nicht. Okay. Ah, tatsächlich. Schaut hin. Gefleckt. Nett. Sehen toll aus. Ich finde, die sind gut gelungen, die Pferde, oder? Können uns zwar noch keins leisten, aber... Aha. Hier steht aber nichts drauf. Eigentlich müsste doch zum Verkauf oder sowas draufstehen, richtig? Read beim Play, which goes to... Achso. Hitpoints. Ja, weil ich habe... Oh, was ist da hinten? Moment, da ist was. Das ist schlecht. Oh, ganz schlecht. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Jetzt kommt's erst. Falkas, warte mal noch ein Weilchen.
gibt's da nicht noch, was die LOD, dass ich weiter in die, gibt's da nicht noch irgendeine Mod, so dass ich weiter in die Ferne schauen kann? Weil, oh, was ist denn das? Schau doch mal hin. Das ist nicht gut, ne? Oh, das muss ich... Ich schreibe mir mal auf. L-O-D Ferne. Eventuell, ne? Brauchen wir das. Weil ansonsten haben wir ein Problem, glaube ich, hier. Ein kleines. Hm. Ja, ansonsten sieht es natürlich super aus. Gebe ich zu. Auch. Na, schaut mal hin, die Steine und so. Und was da alles so rumliegt. Ja, das ist, gefällt mir sehr gut. Oh. Auch das Wasser, ne? Das ist wirklich nett. Ja, wie gesagt, schaut hin. Das, da oben, das Flickering. Das hatten wir in der Form in unserem alten Let's Play nicht so. Die Frage ist jetzt, woran liegt's genau? Ne? Ach, ich hatte ja noch diese verbesserten Windmühlen. Ob das natürlich dann hier geht? Also die sehen ja auch anders aus, hier die Windmühlen, ne, wenn ich es recht bedenke. Aber die hatten dann größere Windräder, ne? Das fand ich eigentlich ganz gut, die größeren Windräder. Hm. Ja, und die Combat-Mod? Da müssten wir mal schauen, ob wir uns mit irgendjemandem mal anlegen können. Farkas, würde ich beinahe behaupten. Wo ist denn überhaupt Farkas? Halt. So, der sitzt wieder hier. Das finde ich total super. Wo ist denn eigentlich Farkas? Der ist doch bestimmt hier irgendwo und wartet auf mich. Farkas? Farkas! Wo bist du? Wo? Ah. Wo ist Farkas? Hm. Wie geht's uns denn eigentlich so kältetechnisch? Nur mal so. Warm. Okay. Dann ist in Ordnung. Warte mal, dann schau ich mal. Was macht denn Farkas hier? Wo? Okay, also müssen wir so ein bisschen links. Sag mal, sind da Äpfel drin? Tatsächlich. War das schon immer so? Ja, ich würde aber gern noch, um ehrlich zu sein, mit irgendjemandem mal kämpfen. Waren hier vorne nicht irgendwelche Wölfe? Dann müssen wir mal schauen, ob wir total hier ablosen oder ob es funktioniert. Majestätisch. Majestätisch. Ne, wir brauchen ein paar Wölfe. Hier sind noch immer irgendwo Wölfe rumgekraucht, oder? Haben wir die schon niedergemacht? Nee. Oder sind denn schon von irgendwelchen Patrouillen niedergemacht worden? Hm. Wenn wir mal ein paar Feinde braucht, ne? Dann ist natürlich nichts hier. Hier sind die Immersive Patrols. Huch. Sind ein bisschen nervös, wie es aussieht. Die sind echt ein bisschen nervös. Ja, finde ich jetzt mal hier einen Wolf. Hallo? Ich lauf mir hier einen Wolf, ja. Ich finde keinen. Das ist dort hinten. Was ist denn du für einer? Fuchs. Ja, mit einem Fuchs brauchen wir uns eigentlich nicht anzulegen. Hm. Wollen wir es mal mit den Banditen hier? Hm. Wollen wir es mal mit den Banditen hier aufnehmen?
Wenn ich einen hier anschieße, sind die dann alle böse mit mir? Komm, wir schauen mal. Wir kriechen mal. Hier war doch der Eingang, oder? Oh oh. Wartet, dann anders. Dann mal anders. So, mein Freund. Ich probiere mal mein Glück. Oh Gott, weit drüber. Interessiert dich das? Nee, ne? Ah! Nee, nee. Niemand. Niemand da. Niemand da. Kommt der raus? Das anzunehmen. Ne? Was war das? Huh? Oh no! Oh Gott! Oh Gott! Na wartet mal. Halt! Halt, da mache ich mit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Zusätzliche Rüstung? Nee, wartet mal, wir haben doch Blutrausch. Hatten wir den nicht eingestellt, den Blutrausch? Hatte ich den nicht unter Favoriten? Und da müssen wir nochmal rein in die Magie. Kräfte. Blutrausch. Doch, aber achso, den kann ich nicht anwenden. Weil? Weil? Achso, halt. Ihr wollt mich besiegen. So, wartet, mach. Hört. Bitte. Nee. Ist der Eier. Sie wieder nicht. Die Vorherrschaft der Elfen ist die einzige Wahrheit. Wie kommt man dann. Wo. Wo müssen wir denn hin? Hier rauf, ne? Boah, die sind ja. Aha. Die sind ja echt. Wo. Wo. Hä? Ich komm nirgends hin. Da, die haben schon alle. Haben alles erledigt. Danke. Danke. Soll ich mal rein? Oh, ich weiß. Das wird wahrscheinlich echt übelst. Haben mir die Arbeit abgenommen, ne? Jetzt brauche ich nur noch zu looten hier. So, ich gehe hier rein. Puh. Bräuchten wir unsere Laterne, ne? Die würden wir uns ranhängen. Wer mir nochmal so kommt, der eins auf die Mütze bekommt. Oh. Was? Zauberer? Lassen wir die Spielchen. Eine Spur von ihm. Tod ja. Nummer 4. Ciao, ciao. Ist das aber eine Überraschung? Was hatte sich der Mann gedacht? Der arme Teufel konnte nicht sehen, wie ich das war. Wahrscheinlich diese geheime Magie macht Holz zu Gold. An.
Ich koche, putze und tue alles. Sonst verlaufen aus. Jemand muss etwas unternehmen.